Als erfahrener Skipper weiß man es zu schätzen, wenn das Boot während des Winters im Trockendock liegt. Bei der Firma Service rund ums Boot kommen noch die Qualität und Güte des handwerklichen Könnens vom Firmeneigner Björn Berger hinzu. In meinem Film von der Kernsanierung 2021 habe ich schon darüber berichtet. Dieses Jahr hat er die Cockpitbänke und den Boden mit Guyana-Teak neu aufgebaut. Am 7. April ist er gestartet, da der Bahnübergang danach für 24 Stunden gesperrt wurde. Es war richtiges Aprilwetter und da war von Regen bis Sonne alles dabei. Am nächsten Morgen ging es dann von Bavendorf nach Lauenburg an der Elbe. Da wir vorher 2 Tage Sturm hatten, sind viele Bäume umgestürzt. Die Straßen waren frei und seid sicher, ich spüre ein inneres Glücksgefühl, die Windel 50 SL zu filmen. Sie ist ein Zweimaster mit 10,70 Meter Länge und 3,10 Meter Breite. Ihr Tiefgang ist 1,60 Meter und sie wiegt über 6 Tonnen. Für den Transport ist natürlich eine Sondergenehmigung erforderlich. Zusätzlich hat die Polizei noch die Elbbrücke in Lauenburg für uns gesperrt. Dann wurde das Boot auf die Hitzler Werft geschleppt. Wisst ihr, ich fühle richtig, wie sie sich aufs Wasser freut. Wenn ihr Interesse an einem Winterlager mit hervorragenden Serviceleistungen am Boot habt, dann wendet euch doch einfach an die angegebene Internetadresse. Ich kann das aus meiner Sicht nur empfehlen.
Lauenburg führt der Weg weiter, die Elbe stromabwärts bis Brunsbüttel. Dann durch den Nord-Ostsee oder Kaiser-Wilhelm-Kanal über Fehmarn bis zum Heimathafen in Bockholm-Wiek bei Flensburg. Jetzt war erstmal Ausruhen im Skippertreff Marina, dem Lauenburger Yachthafen, angesagt.